Herzlich willkommen zu der dritten Woche der Software Engineering Praxis. Jetzt haben Sie so die ersten Kundengespräche vielleicht schon hinter sich, möglicherweise noch eins vor sich. Und mir geht es jetzt mit diesem Video darum, dass ich Ihnen noch so ein paar Techniken an die Hand gebe, wie Sie in diesen Meetings arbeiten können und was Sie so an Material brauchen und was sich in der Vergangenheit als hilfreich herausgestellt hat. Also, vielleicht Situation am Projektanfang. Sie wissen eigentlich nichts. Das ist so ein bisschen blöd. Sie kennen die Technik nicht. Oder vielleicht nicht. Möglicherweise bauen Sie auch das zweite, dritte, vierte System in der Technik. Die Fachlichkeit ist Ihnen möglicherweise unbekannt. Und die Menschen, mit denen Sie es zu tun haben, kennen Sie auch noch nicht genau. Ne? Also, Sie haben einen ganz großen Wissensberg, der jetzt irgendwie strukturiert werden muss und der in Ihren Kopf rein muss. Denn sonst können Sie ja nicht arbeiten. Sie können ja kein System bauen, wo Sie die Fachlichkeit nicht verstanden haben. Und was Sie jetzt, die Situation, in der Sie sich befinden, ist ja, dass Sie in den ersten Termin wahnsinnig viele Informationen kriegen. Ne? Also Sie haben einen Termin mit dem Kunden vielleicht, 2, 3 Stunden, wo der Ihnen wie ein Wasserfall alles Mögliche an Fakten und Details erzählt. Und diese Fakten und Details können Sie sich am Stück nicht merken und auch nicht am Stück zusammensetzen, sondern da muss man jetzt irgendwie eine Form finden, wie man das Ganze aufschreibt und wie man da Struktur reinkriegt. Und auch das, was Ihr Auftraggeber Ihnen erzählen wird, ist vielleicht nicht gut genug vorstrukturiert und vielleicht sind wichtige Dinge und unwichtige Dinge drin. Und wichtig ist ja noch, dass Sie den Auftraggeber nicht nerven. Also stellen Sie sich vor, Sie stellen ständig dieselbe Frage, weil Sie sich das nicht aufgeschrieben haben. Das wäre natürlich störend. Oder Sie rufen jeden Tag an und haben eine Frage. Das wäre wahrscheinlich auch störend. Also es ist wichtig, wenn Sie Fragen haben, die zusammenzufassen und an wenigen Terminen diese Fragen zu stellen. Und jedes Mal, wenn Sie eine Frage beantwortet haben, sollten Sie diese Frage nicht wieder ein zweites Mal stellen müssen. Also Sie brauchen eine gute, strukturierte Informationsablage und eine Möglichkeit, sozusagen die Beziehungen der Informationseinheiten untereinander festzuschreiben. Was kann man da tun? Jetzt kommen ein paar Beispiele für Techniken und Werkzeuge. Erstens, also das, was Sie in jedem Kommunikationstraining lernen, ist das sogenannte aktive Zuhören. Das verwenden Sie immer dann, wenn Sie ein Gegenüber genau verstehen wollen, wenn Sie sicherstellen wollen, dass die Informationen, die das Gegenüber gesendet hat, auch bei Ihnen tatsächlich korrekt angekommen sind. Und dass Sie den Lernprozess sozusagen korrekt durchvollzogen haben. Wie bei jedem Lernprozess brauchen Sie Feedback. Das heißt, aktives Zuhören ist eigentlich Folgendes. Der Kunde, Auftraggeber erzählt Ihnen was und Sie wiederholen das nochmal in eigenen Worten. Und der Auftraggeber oder der Kunde nickt dann oder bestätigt, dass Sie das richtig verstanden haben. Also Sie haben quasi eine Feedbackschleife im Gespräch drin. Also der Auftraggeber labert Sie nicht voll und Sie sagen gar nichts, sondern es eigentlich kommt ein Gespräch zustande. Und das kann man im aktiven Zuhören machen. Der Auftraggeber erzählt den Sachverhalt, stellt die Fachlichkeit dar, stellt dar, was er sich wünscht. Sie geben den Sachverhalt dann in eigenen Worten nochmal wieder. Sie wiederholen das, was er Ihnen gesagt hat. Und dabei stellen Sie schon selber fest, haben Sie irgendwo Wissenslücken, müssen Sie irgendwo nochmal nachfragen. Also Sie paraphrasieren sozusagen das, was Sie gehört haben und der Auftraggeber kann Ihnen dann spiegeln, ob Sie es richtig verstanden haben. Und beim Formulieren merken Sie schon, dass da Kenntnislücken sind. Also dieses Verstehen, wieder neu formulieren, das ist eigentlich eine Form von Erkenntnisprozess. Was man noch machen kann, um sozusagen die Aussagen oder die Daten, die Ihnen der Auftraggeber gegeben hat, zu durchdenken, ist, Sie fassen die Aussagen nochmal geeignet zusammen. Auch das erfordert ja eine gewisse Vernetzung der Informationen in Ihrem Gehirn. Also dieses Zusammenfassen zeigt schon, dass Sie Verständnis für die Themen haben, die Sie gehört haben. Oder Sie machen Schlussfolgerungen. Also wenn man, lieber Auftraggeber, wenn das, das und das ist, gilt dann auch Folgendes oder so. Also dass man versucht, mit dem Wissen zu arbeiten. So wenn dann Beziehungen machen. Es macht sicher auch Sinn, unterstützend zum Gespräch Skizzen zu machen. Also haben Sie immer einen Stift und einen Zettel oder ein Whiteboard dabei und malen Sie mit. Das hilft meistens beim Verständnis sehr. Und der Auftraggeber hört sich das an und nickt oder versieht das Gesicht. Deswegen brauchen Sie eine eingeschaltete Kamera, wenn es online ist. Wenn Sie an seinem Tisch sitzen, merken Sie schon, ob er das glaubt, dass Sie es verstanden haben oder nicht. Und Sie fragen ständig nach. Also Sie haben wirklich ein intensives Gespräch, eine Feedbackschleife zwischen Ihnen und also zwischen der Informationsquelle und Ihnen.
Was brauchen Sie noch? Was also ganz wichtig ist, ist, fangen Sie bloß nicht an mit irgendeiner Zettelsammlung. Also, dass Sie so eine so Tüte unsortierte A4-Zettel dabei haben. Sondern woran man so ein Profi erkennt, sind zwei Dinge. Entweder Sie haben eine Kladde dabei, da habe ich hier mal ein Foto von meiner Kladde gemacht und mal so eine Skizze reingemalt. Das ist eine neue Kladde, Sie sehen das hier an der Seitenzahl. Also Sie brauchen ein paar bunte Stifte, so einen schwarzen Stift, der relativ präzise zeichnen kann. Und dann haben Sie schon die richtige Ausrüstung, um zum Beispiel Sketchnotes zu machen. Sie können Mindmaps malen und Sie können einfach mitschreiben. Und dann haben Sie alle Informationen, die das Projekt betrifft oder die Sie insgesamt betrifft, haben Sie in dieser Kladde drin. Also entweder eine physische Kladde, also wirklich ein Heft. Da gibt es sehr, sehr schöne inzwischen im Buchhandel zu kaufen. Oder Sie nehmen eine elektronische Kladde. Also ich habe jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen mit Microsoft OneNote gesammelt. Da gebe ich Ihnen aber gleich nochmal eine Demo. So, also Zettelsammlung vermeiden, wie gesagt. Zettel, wie gesagt, die können Sie verschmeißen, die kommen durcheinander und Ihre Zettel sind nicht chronologisch sortiert und Sie brauchen die Struktur da drin. Und dieses A4-Notizbuch oder das OneNote, da schreiben Sie quasi alles rein, was Sie in den Meetings erfahren haben. Also persönliche Notizen, Sie machen Skizzen, Sie malen was mit. Wenn Sie OneNote haben, können Sie Fotos machen, zum Beispiel von bestimmten Sachen und die noch kommentieren. Das geht sehr, sehr gut. Die Informationen sind dann chronologisch sortiert. Sie schreiben hier von der ersten bis zur letzten Seite und Sie schreiben da auch Dinge rein, die jetzt sozusagen Sie sich merken wollen, aber nicht öffentlich sein sollen. Sowas wie ein Passwort zum Beispiel, Ansprechpartner, Telefonnummern. Sie können ja, wenn Sie eine Visitenkarte haben, können Sie die für OneNote fotografieren oder in Ihre Kladde einfach einkleben. Also diese Kladde wächst sozusagen mit jedem Termin und ist Ihre zentrale Informationssammelstelle. Also alles, was Ihnen der Kunde gesagt hat, was relevant ist, steht da drin. Das heißt, Sie müssen den Kunden nie wieder fragen, sondern Sie können in der Kladde nachsehen. Und wie gesagt, die elektronische Kladde habe ich schon dargestellt. Ältere Literatur empfiehlt dann, dass man so selber so ein Wiki oder sowas führt. Zum Beispiel beim diesem Refactor Joetware Buch, da wird empfohlen, dass man ein Wiki schreiben soll. Wie gesagt, wir haben eigentlich jetzt die schöne Möglichkeit, dass Sie auf jedes Meeting ein iPad oder ein anderes Tablet, einen anderen Tablet-Computer mit einem Stift mitnehmen können. Also das heißt, Sie können mit einem elektronischen Stift zeichnen oder Sie haben also so ein Laptop, also dieses Video wird mit so einem Convertible aufgezeichnet. Auch da steht ein Stift zur Verfügung und dann können Sie eigentlich während jedem Meeting mitschreiben mit Ihrer elektronischen Kladde. Ich möchte das kurz demonstrieren. Nur kurz, dass Sie das mal gesehen haben. Hier sehen Sie jetzt OneNote und ich habe in OneNote schon mal ein Foto integriert. Also das heißt, die Kladde lag auf meinem Schreibtisch, das habe ich mit meinem Smartphone fotografiert und bei OneNote reingehängt. Was können Sie mit OneNote machen? Ich habe jetzt hier so einen Stift in der Hand, fange mal an zu zeichnen. Also das ist jetzt wirklich so ein Stift, wie er bei so Touch-Displays dabei ist. Und dann kann man jetzt hier sagen, einfach Kommentare reinschreiben. Kommentare reinschreiben oder Sie können Skizzen machen, dass man sagt, okay, also das ist vielleicht doch anders das System, dass ich hier sage, naja, das redet jetzt mit Git und kriegt eine Antwort zurück und er redet noch mit dem Benutzer Student. Und so weiter. Also das heißt, Sie können Handskizzen machen, Sie können handschriftlich mitschreiben, und das geht sozusagen eigentlich auf allen Devices, die Touch zur Verfügung haben. Das Schöne und das, was also mir sehr, sehr gut gefällt an diesen Werkzeugen, ist, das Ganze ist synchronisiert über die Cloud. Das heißt, Sie können während dem Meeting sogar Ihren Laptop dabei haben und mit Ihrem Smartphone Fotos machen und die dann in diese Dokumentation reinhängen. Ich wollte eigentlich gerne ein Foto aufnehmen, aber dazu ist mein Netzwerk hier offenbar zu schlecht. Also ich habe auf meinem Smartphone ist ein Foto drauf, das hat er aber bisher nicht in das OneNote rüber synchronisiert. Also deswegen als Demo, das soll es mal gewesen sein. Es gibt umfangreiche Demos zu OneNote und zu anderen Notizzettel-Tools auf YouTube. Ich lasse es mal dabei bewenden. So, das nächste wichtige Werkzeug, was Sie in jedem Meeting zur Verfügung haben, ist ein Whiteboard oder ein Flipchart, also eine große gemeinsam nutzbare Malfläche. Da würde ich Ihnen dringend empfehlen, nutzen Sie die aus und versuchen Sie wirklich im Team oder mit dem Kunden auf dem Whiteboard zu arbeiten. Sie können sich leicht einen Stift holen,
Und zum Beispiel das Umgebungsdiagramm, das sehen Sie hier aus einem studentischen Projekt auf der Folie, leicht auf dem Whiteboard das Umgebungsdiagramm skizzieren. Und das Schöne ist, alle sitzen ja drumherum und können dann korrigieren, können selber was dran zeichnen, können, und dann haben Sie plötzlich, nachdem Sie gezeichnet haben, eine gemeinsame Sicht auf das Umgebungsdiagramm. Das heißt, es entsteht etwas und alle Leute, die mitgezeichnet haben oder die es beobachtet haben, haben ihre Meinung dazu gesagt, und dann haben Sie plötzlich doch etwas erzeugt, was in den ganzen Gehirnen aller Beteiligten mit entstanden ist. Also das ist eigentlich eine der effizientesten Kommunikationsformen, die Sie wählen können. Wenn Sie so auf dem Whiteboard gearbeitet haben oder es gab Material, das auf dem Tisch lag, oder Sie haben auf dem Foto sehen Sie so ein Element aus einem Workshop bei einer Firma, da haben Sie vielleicht mit so Metaplantechnik gearbeitet und mit so einer Pinnwand gearbeitet. Also da haben Sie ein Arbeitsergebnis, was in dem Workshop entstanden ist, und die Ergebnisse wie Skizzen, Schaubilder, Pinnwände in der Metaplantechnik oder Flipcharts, das wollen Sie jetzt irgendwie dokumentieren. Und wenn Sie das dokumentieren wollen, machen Sie davon einfach Fotos. Das heißt, was Sie eigentlich bei jedem Meeting dabei haben sollten, ist ein Smartphone, haben Sie eh dabei wahrscheinlich, und machen Sie damit Fotos. Vielleicht sogar in Kombination mit so einer elektronischen Klatte. Also Fotoprotokoll spart Ihnen die meiste Zeit, und Sie können auch die Fotos gleich mit nutzen, zum Beispiel wenn Sie beim Kunden zu Besuch sind, gleich so ein paar Impressionen einzufangen von der Firma. Also wenn Sie irgendwas machen, was in der Lagerhalle ist, dann können Sie Lagerhalle fotografieren. Wenn es für Büro Arbeitsplätze ist, können Sie vielleicht mal das Büro fotografieren. Einfach, dass Sie mal so einen Eindruck haben, wie es da aussieht. Und das schadet nicht, wenn Sie das als Foto dokumentiert haben. Natürlich nur, wenn es erlaubt ist, bevor dann der Werkschutz Sie abschleppt. Videoaufnahmen und Fotos natürlich nur nach Erlaubnis, wie gesagt, auch der Teilnehmer, sonst verletzen Sie eventuell Persönlichkeitsrechte. Also Sie müssen immer um Erlaubnis fragen. Könnte ja auch sein, dass Sie irgendwas Geheimes fotografieren. Zum Teil nimmt Ihnen der Werkschutz auch das Smartphone ab. So. Jetzt haben Sie einen Haufen Informationen gekriegt. Die Frage ist, wie fassen Sie die Informationen jetzt geeignet zusammen? Wie kriegen Sie da Struktur rein? Eine Technik kennen Sie wahrscheinlich schon aus der Schule. Das sind die Mindmaps. Da kann man jetzt verschiedene Werkzeuge wählen. Wenn Sie es alleine machen, bietet sich Zettel und Stift an. Also Sie nehmen die Klatte und malen die Mindmap rein. Es gibt spezifische Mindmap-Tools. Eins davon zeige ich Ihnen kurz. Das hier ist FreeMind, ein Open Source Werkzeug, und da kann man sehr, sehr schön Mindmaps malen. Das heißt, Sie haben hier zum Beispiel das Projekt Vorschlagssystem in der Mitte, und ich will jetzt die Informationen dazu sammeln. Und dann sage ich, naja, das Projekt Vorschlagssystem hat vielleicht ein paar Schnittstellen zu LDAP, und vielleicht will ich jetzt noch eine Schnittstelle haben, Schnittstelle zum CRM-System. Und kann jetzt sozusagen so lange sammeln, bis ich alle Informationen, die ich erhalten habe, irgendwie verorten kann. Wie gesagt, in Meetings bietet es sich tatsächlich an, mit einem Zettel und einem Stift, werde ich auf seine Klatte zu malen. Dieses Werkzeug ist vielleicht eher geeignet, wenn Sie wirklich alleine davor sitzen. Wenn Sie es im Team machen, also im Team eine Mindmap erarbeiten wollen, würde ich Ihnen Miro empfehlen oder andere Online-Whiteboards. Auch die haben eine Möglichkeit, solche Mindmaps zu machen, und dann können Sie im Team arbeiten. Da kann, was weiß ich, der eine hier an der Ecke arbeiten und der andere an der Ecke. Das läuft leichter. Also die Sachen sind im Team bearbeitbar. Also dieses FreeMind ist vor allem dann, wenn Sie alleine an Ihrem Schreibtisch sitzen und was sortieren wollen. Schön ist bei den Mindmaps, Sie können alles jederzeit umhängen. Also ich mache das hier mal, ich hänge hier mal den Ast bei. Ich sage hier, das Schnittstelle ist jetzt ein Feature oder sowas. Oder Schnittstelle ist vielleicht doch, gehört zum System. Ich kann alles, was ich so angeschrieben habe, Symbole dran kleben. Ich kann hier sagen, naja, zum Beispiel die Schnittstelle zum LDAP, die habe ich nicht, und das ist irgendwie ein Risiko. Und dann mache ich mir so ein Warndreieck dran oder eine Bombe. Oder sage, naja, das Ziel, professionelle Abwicklung, das ist besonders wichtig für uns. Also all das, was Sie eigentlich aus der Mindmapping-Technik kennen, können Sie hier elektronisch anwenden. Und das elektronische Mindmap, die können Sie natürlich leichter modifizieren, als wenn Sie mit dem Stift schon was auf Ihr Blatt gemalt haben. Also rausradieren ist immer schlecht. Das großer Vorteil von Mindmaps, ich wiederhole das nochmal, ist, Sie können der Vernetzung des Wissens dadurch gerecht werden, dass Sie hier wirklich in der Lage sind, so eine so stark vernetzte, eher am Anfang hierarchische Struktur aufzumalen. Das heißt, Sie haben sozusagen eine Möglichkeit, das vernetzte Wissen auch vernetzt darzustellen. Und Wissen, das vielleicht erstmal unstrukturiert ist, über eine Mindmap in eine gewisse Struktur zu kriegen. So.
Zum Abschluss nochmal zu dieser ersten Wissenssammlungsphase. Wir lernen ja vom Kunden. Meine Empfehlung ist immer von Low-Tech zu High-Tech zu gehen. Das heißt, starten Sie immer mit Zettel und Stift oder mit dem Whiteboard und Stift. Aber mit etwas, wo jeder mitmachen kann, wo man keinen Laptop braucht, wo die Leute rumrennen können, wo man sich bewegen kann. Bewegung hilft beim Denken. Und jeder kann einen Stift halten, während beim Laptop nur einer die Tastatur hat. Also suchen Sie sich einen Raum, wo Sie was machen, wenn es möglich ist, mit einem Whiteboard, einer Pinnwand, einem Flipchart. Bringen Sie Haftnotizen mit oder diese Pinnwandblöcke oder Flipchartblöcke und Stifte. Also da finden Sie was. Also egal, selbst wenn Sie nicht in einem Moderationsraum sind, können Sie ja ein paar Flipchartbögen und Stifte mitbringen. Und einen großen Tisch gibt es eigentlich überall. Also damit können Sie arbeiten. Wenn Sie das nicht haben, nehmen Sie ein Online-Whiteboard wie Miro Mural oder Microsoft Whiteboard oder so. Da gibt es also auch für so Teamarbeit online jede Menge sehr, sehr schöne, gut gelungene Werkzeuge inzwischen. Hightech-Werkzeuge kommen dann erst später. Das heißt, Sie tippen vielleicht doch mehr Spezifikationen in Word rein, falls es reviewfähig sein soll. Sie wollen ja vielleicht das Dokument verschicken an jemanden, der das nochmal Korrektur lesen soll beispielsweise, was eine komplexere Fachlichkeit ist. Oder Sie haben eine Anforderungsliste in Excel, das kommt gleich im nächsten Video nochmal. Oder Sie machen Wireframes, da starten Sie auch erst mit einem Zettel und einem Stift und arbeiten später aber vielleicht mit Balsamic oder mit, sagen wir mal, präziseren Wireframing-Tools, wo Sie sozusagen so High-Fidelity-Prototypen kriegen wie Adobe XD. Vielleicht verwenden Sie ein UML-Modellierungswerkzeug oder einfach ein Maltool wie Visio zum Beispiel. Aber der Arbeitsfluss ist eigentlich immer Ideen, Brainstorming, Lösungen finden, Wissen sammeln, eigentlich immer als Brainstorming im Team mit Haftnotizen und einem Whiteboard oder sowas und dann erst schön aufschreiben. Weil schön aufschreiben kostet Zeit und einen Klebezettel können Sie leicht mal zerreißen und wieder neu machen. Das heißt, Sie brauchen ja am Anfang Werkzeuge, wo Sie schnell Änderungen machen können. Mit den Hightech-Tools, also wie 20 Seiten Besinnungsaufsatz in Microsoft Word, das kriegen Sie halt schwer wieder geändert. Also weil eine große Textmenge halt sperrig ist. Also arbeiten Sie am Anfang eher mit kreativen Werkzeugen, wo man schnell neue Ideen ausprobieren kann, schnell was ändern kann und später arbeiten Sie dann mit den sozusagen ingenieurmäßigen Werkzeugen. Das wäre die Empfehlung. So, bis hierhin. Vielen Dank für das, war so ein erstes Einstiegsvideo. Was kann man in den Kundentermin machen? Ich würde jetzt das nächste Video dann dem Product Backlog widmen. Also das heißt, jetzt erfahren Sie Informationen und wie schreiben Sie die jetzt schön auf und wo sammeln Sie die eigentlich? Wie verwalten Sie diese Informationen? Das kommt gleich im nächsten Video. Vielen Dank bis hierher.